Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge vom Projekt Dungeons Dragons and Space Shuttles, wo es gerade wie aus Gießkannen regnet und mich ein Schwein anguckt. Naja, was soll's. Ja, egal. Ich war in der Zwischenzeit mal ein bisschen da unten meinen gewesen, wie ihr sehen könnt. Muss gerade mal hier sehen, dass ich ein bisschen den Klumbatsch hier auslade. Was wir nicht brauchen, Zinn haben wir ein bisschen was, von den Prosperity Shards haben wir was, Kohle, Eisen habe ich, ja, also 29 Kupfer habe ich geholt, ich habe ein Spinnei, ich weiß nichts, muss ich euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich mit dem Spinnei soll, ja, keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Ich tue es erst mal hier rein, weil ganz ehrlich, keine Ahnung. 1000 von diesen kaputten Eisenschwertern, ich weiß gar nicht, ob man die doch nicht, das ist doch theoretisch. Schön. Zusammencraften, hat man wieder fast ein ganzes. Ist schon gut. So, wir brauchten den Hammer, wir wollten 4 von den Platten, haben jetzt eine. Brauchen also noch 2, 4, 6 Kupfer. 6 Kupfer, der Rest bleibt erstmal hier. Damit wir mal ein bisschen zu Potte kommen. So, damit wir das die Kupferplatten, genau. Kriegen wir dann noch 2 Kupferplatten dazu und ein Bucket. Toll. So, also wir nähern uns so langsam den Advanced Crafting. Aber naja, so wirklich, sag ich mal, gute Rüstung kriegen wir ja noch nicht. Ich glaube, das kommt dann echt alles erst. Ich weiß ja nicht, ab wann der überhaupt die zweite Questlinie freistellt. Bin ich überfragt, keine Ahnung. Ach, und hier unten gibt es dann ein Sleeping Bag. Ah, Gott, oh Gott. Naja, gut. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal die Dinger fertig. Weil wir können uns ja noch nicht mal eine Schmiede bauen, weil die Schmelze von Tinkers Construct ist nicht so leicht herzustellen, wie man es denkt. Also, wie man es gewohnt ist, sage ich mal. Quatsch, mit meinem Ding. So. Zack. Denn man muss dafür diesmal wirklich ein anderes Rezept herstellen. So, jetzt hat das. Zack. Haben wir nämlich das fertig. Jetzt könnten wir könnten in Richtung Watering Can gehen. Weiß ich aber nicht, ob ich eine Watering Can brauche im Moment. Wir könnten die Kupfersachen fertig machen, die mir aber, wie ich glaube, naja, wie gesagt, wir kriegen Lootbags dafür. Brauchen dementsprechend aber schon wieder eine Menge Kupfer. Und ob es das wert ist. Wow, what? Ja, genau. Ihr Schweine. Hier, da siehst du es nämlich. Wir brauchen jetzt Kupferplatten für die Dinger. Das ist teuer. 3, 6, 8 mal davon. Oh Gott, nein. Also ich glaube, da bleibe ich erstmal bei meiner normalen Rüstung. Weil da glaube ich, haben wir dann kein Kupfer mehr. Brauchen wir denn jetzt momentan Kupfer? Hier kommen wir zu einer Kupferchest. Ja gut, ob die mir jetzt so viel bringt, ich weiß es nicht. Hier hätten wir 10 Eisen. Ja gut, die könnten wir mal machen. Weil ich glaube, die haben wir. Mindestens. Also die erstmal hier wieder drin. Die Kupfercoils darin. Eisen, ja gut, 10, wow. 3 haben wir schon, also 7 Stück. Haben wir nämlich dann die 10 Kupfer, die 10 Eisen. Haben wir das schon mal. Also im Moment muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht so, in welche Richtung ich überhaupt gehen will. Hier oben vielleicht noch. Im Grunde genommen, wir müssen eh alles machen dann am Ende, aber. Also wichtig wäre ja auf jeden Fall erstmal hier
Dingens. Mal ein bisschen ja, Energie. Eventuell. Und hier kommen wir dann zur Toolstation, genau. Lunchback, warte mal. Ich glaube, das Lunchback wollen wir uns auch holen. Weil ich glaube, das brauchen wir, um dann wirklich gut Essen zu haben. Aber da brauchen wir erstmal hier was, ne? Ah, okay. Egal. Wir müssen gleich mal gucken. Dann haben wir jetzt zwar die drei davon. Da haben wir dann die. Das ist knifflig. Wo gehst du lang, damit du schnell möglich mal irgendwas Neues kriegst? Also, was wir brauchen, und ich denke mal, da werdet ihr mir zusprechen, und ich denke, da werde ich auch jetzt darauf hinarbeiten, ist dieser Crafting Table. Oh, dieses Schaf da draußen. Es ist ja nun nicht wirklich nervig, aber naja. Es geht. So. Weil der Advanced Crafting Table, der ist dann wirklich das Nonplusultra. So. 4 Eisenplatten brauchen wir jetzt noch. Okay. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Haben wir die 4 Eisenplatten? Genau, da kriegen wir jetzt. Was machen wir? 2 Eisenplatten. Den Eisenhammer. Wir nehmen lieber die Eisenplatten, weil den Hammer selber können wir uns also ganz bequem selber bauen mit Eisen. So, und jetzt sind wir endlich mal bei diesem schönen Teil. Der Advanced Crafting Table. Das Ding macht hat ein 5x5 Grid. Und ist eigentlich gar nicht schwer, wenn ich mich nicht recht entsinne. Advanced Crafting Grid oder Crafting Table, da ist er nämlich. Der braucht 2 Kupfercoils oder Kupferplates, eine Iron Plate und 3 Crafting Tables. So, wir haben ja die schöne Säge, genau, die können wir mal austesten. Weil jetzt kriegen wir nämlich durch die Säge, wenn ich das richtig verstanden habe, genau, kriegen wir statt 2, sondern jetzt nämlich 4. Da kriegen wir nämlich viel, viel mehr raus. So, 1, 2 und nochmal 1. Haben wir die 3 Crafting Tables. Hier kommt ein Dingens in die Mitte. More Efficiency. Jawohl. Und jetzt brauchen wir noch 2 davon. Der Rest kommt nonchalant wieder weg, weil brauchen wir nicht. Quest. Was? More Efficiency. Was? 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 Schon wieder was freigestellt. Und da ist er. Unser Advanced Crafting Table. Dam, 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 dam. So, damit haben wir nämlich jetzt mal das Ding. Da kriegen wir ein bisschen wieder was zu essen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich aber mal gerade gucken, wo habe ich denn noch was? Ach, hier. More Efficiency, okay. Was nehmen wir denn? Dark Oak, Spruce. Ja, wir nehmen Spruce. Und hier haben wir Sticks. Ein Rare Loot Bag, Kupfer, Frame Chance. Wir nehmen das Lootbag. Weil, ja, in den meisten Fällen ist in den Lootbags mega geiler Shit drin. Wenn es denn mal klappt. Hallo. So, naja. Wow. War jetzt nicht so der mega geile Shit. Ist erstmal auch egal. So. So. Weil es ist Nacht, wir gehen kurz schlafen und dann würde ich nämlich jetzt behaupten, weil jetzt können wir, hoffentlich, können wir schon, sind wir hier schon, wir kriegen ja die Toolstation, kriegen wir ja erst hier oben. Das heißt, wir müssten mit dem Silikon hochwärts gehen. Ja. Können wir denn 14 Zinn, die Zinn habe ich hier auch, aber nee, 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 wir machen es anders. Wir werden uns jetzt, und ich denke, das wird das Beste sein, mit der Schmelze befassen. Und zwar Tinker's Construct. Weil die brauchen wir ja so oder so. Kommen wir ja nicht drauf rum. Das heißt, wir müssten mal hier anfangen. Und ihr seht schon, um dein Casting Table herzustellen, muss ich das in dem 5x5 Feld tun. Nicht mehr wie sonst, ne? Hier mal so 5 kleine Blöcke, weißt du, und fertig. Nö. Ganz, ganz anders. Und das meine ich nämlich, das ist es nämlich.
Das heißt, wir brauchen jetzt Grout. Sand, Kies, Gravel. Jetzt müssen wir gerade mal echt gucken. Clay haben wir noch hier ein bisschen. Naja, es wird uns wohl nichts übrig bleiben. Wir werden nochmal farmen gehen dürfen draußen. Gravel habe ich noch ein bisschen, aber naja, das ist alles andere wie viel. Weil wir werden eine Schmelze mal langsam brauchen, damit wir auch mal unser gesamtes Zeug mal verdoppeln können. So. Boah, Alter. Was war es? Das Schwein. Und das irgendwie fressen, das ist so laut. So. Ich weiß nur nicht, reichen uns da ein Stack? Ich habe bald das Gefühl, wir werden wohl über ein Stack von jedem brauchen. Also Clay ist nicht das Problem, Clay kriegen wir locker. So, jetzt haben wir schon mal ein Stack. Und wir müssen dann auch auf jeden Fall mal sehen, dass wir Essen anbauen. So, jetzt haben wir ein Stack und 33. Also die Schaufel wird uns auch bald schon wieder verlassen. So, jetzt haben wir schon ein Stack. Jetzt brauchen wir noch 36. So, haben wir zwei Stacks. Das geht ratzi-fatzi. Und somit war es das erstmal mit Schaufeln. Wir müssen mal wieder eine Schaufel herstellen. Halalalalala. Ohne Schaufel geht hier nichts. Oder haben wir noch eine alte Schaufel? Eventuell. Ja, eine Steinschaufel. Die nicht mehr viel aushält. Macht nichts. Okay, das geht nicht als Stein. Das geht aber als Stein. So. Machen wir mal noch schnell Eder. Weil dann können wir nämlich das Ganze mal ein bisschen braten lassen. Lalalala, wo haben wir denn jetzt? Ach ja. Genau. So, wir haben einen Stack und oh, drei. Naja, gut, wir müssen noch. Ja, also das ist jetzt hier intensiver, das Ganze. Lohnt sich aber, wenn wir dann wirklich mal eine Schmelze haben. Kommen wir so langsam mal endlich ein bisschen in Richtung der Verdoppelung. Und dann geht das alles ein bisschen leichter. Aber bis wir dort sind, das dauert noch ein paar Minuten. Erstmal die ganzen Ingots schmelzen. Und dann geht es ans gute Crafte.
So, genau. Das hätten wir. Jetzt können wir Grout herstellen. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Quest die war. Ich bin nicht mehr. Egal. So, dann wollen wir mal ein wenig Kraut herstellen. Oh Gott, ja. Ach ja, den Clay müssen wir ja wieder. Zu Blöcken craften. Ja, und mein Magen knurrt. Ah ja, ja, ja. Das wird lustig. So, ja gut, das ist zwar bloß ein Stack und 20. Wir müssen mal gucken, wie viel wir am Ende an Grout rauskriegen. So, wir brauchen auch dringend noch einen zweiten Ofen. Wie ich gerade mal feststellen muss, damit wir den Sand braten können. Cobblestone haben wir hier. Zack. Noch einen zweiten Ofen. So. Da schmeißen wir mal etwas Sand rein. Weil, ihr habt ja gesehen, wir brauchen zum Herstellen davon auch ein bisschen Sand. Also Glas. Sprich. So. Da haben wir das, da haben wir das. Können wir derzeit schon irgendwas am Questbuch machen? Also Richtung Essen. Hier brauchen wir. Ach, guck mal, das können wir, genau. Na, wo haben wir sie denn? Sag mal, da. Da können wir das schon mal machen. Jetzt haben wir ja genug Rotten Flash. Kriegen wir dieses Prepared Flash. Keine Ahnung, wofür es mal gut sein kann. Ah, ich sehe, man kriegt daraus Leder. Ah. Okay, man kriegt daraus Leder. Gut, jetzt weiß ich, wofür es gut ist. Weil Leder brauchen wir ja auch in irgendeiner Quest, glaube ich. Ja, Bäuchlein, alles gut. Kriegst du dann schon mal. Und wir kriegen sogar noch mal einmal Prepared Flash dazu. Ein Leder brauchen wir nur, naja gut. Sollten wir nachher hinkriegen. So, dann würde ich doch glatt mal behaupten, wir brauchen einmal den Smeltery Controller. Ach du Scheiße. Ups. Aha, okay, der braucht die Bricks schon mal alleine. Induktiv Elektrolyt. Oh Gott, bitte. Ja, okay, Eisen und Elektrolyt. Okay, das heißt, das. Warte mal. Das haben wir. Nee, haben wir davon? Moment. Aber das kriegen wir nicht umgewandelt, ne? Das war ja das Problem. Ja, hier. Toll. Die Alloy Plates kriegen wir ja nicht. Nochmal umgewandelt. Oh. Da. Ei. Oh. Für ein Power Furnace brauchen wir den dann. Dehydrator. Ja. Nice. Basic Infused Factory. Okay, für Mechanismen brauchen wir den auch. Nuklear Furnace auf jeden. Will ich auf jeden Fall. Es gibt sogar nochmal einen Elite und einen Ultimate. What? Okay. Okay. Oh je, oh yeah, oh yeah. Also es, ihr seht schon, es ist ja gar nicht mehr allzu wenig. Und wofür das brauchst du? Also man kann das sozusagen nicht zurückcraften sozusagen. Schade. Ich hätte gedacht, man kann ja doch hier im Induction Smelter. Ja. Was würde ich denn dagegen tun, wenn ich denn mal einen Motor habe? Da brauche ich Kupfercoils, dafür brauche ich erstmal Redstone. Und Redstone habe ich noch keins gefunden. Weil so tief bin ich noch nicht gekommen. Okay, das heißt, wir brauchen. Oh Gott. Oh je. Also wird das doch noch gar nicht mal so einfach. Können wir denn schon mal. Den hier, den können wir doch schon machen. Genau. Der braucht aber 2, 4, 5, 10, 13 Century Bricks.
Okay, 13. Na gut, haben wir. 13, davon brauchen wir eh bloß einen. Und drei davon. Da können wir nämlich jetzt schon mal. Zack, zack, zack. Da seht ihr jetzt nämlich gleich mal, wie das hier funktioniert. Und so. Was? What fehlt? Warte mal. Ach. Ja, so viel dazu. Es sind keine Kupferplatten, es sind Bronzeplatten. Ja, gut. Leichte Veränderung. Moment, wie kriegen wir jetzt Bronze her? Bronze, Bronze, Bronze. Bronze? Ja, ich weiß, Kupfer und Zinn. Kannst du aber schlecht so herstellen, weil hast du ja nicht. Toll. Pulverisiertes Zeugs. Und wie pulverisiert man das? In einem Mortal and Pestle. Okay. Das geht, glaube ich. Habe ich denn? Nö. Habe ich natürlich nicht, weil wegen Issu. Gut, das heißt, wir werden uns mal ein paar Flint and Steel. Zack. Die zwei und das war ein Stick. Genau. So. Haben wir denn noch Kupfer? Nö. Weil wegen ist so. Wir brauchen drei. Oh Gott. Wir brauchen drei Platten. Das heißt, sechsmal dieses da. Das bedeutet, sechsmal das ist. Na Mensch. Sechsmal. Vier kriegen wir raus. Vier Stück. Das heißt, vier. Also wir brauchen 8 Bronze, 8 Kupfer und 14. 8 Kupfer. Kupfer und 14. Na gut. Gut, dass ich so viel Gelumpe geholt habe. So, das Glas ist schon mal fertig. So, was wir mal gucken können. Können wir denn wenigstens schon mal den Basil machen? Oh Gott, nein. Da brauchen wir auch noch mal Bronze. Na gut, da müssen wir also noch mehr. So, wartet mal. Können wir denn schon einen Cirrus Tank bauen? Das wäre schön, wenn wir davon zwei hier bauen könnten. Da hätten wir wenigstens, da könnte ich wenigstens schon mal überhaupt zeigen, wie es geht. Einmal so. So. Ah. Das geht wenigstens schon mal. Haben wir schon mal einen Tank. Da ich aber immer zwei nehme, brauchen wir hier noch mal ein paar Cirrus Bricks. Wow. Ja, draußen köpfen die Herrschaften köpfen draußen schon wieder an. Aber ich kann, Alter, ich habe schon wieder einen Knast auf der Röhre, das ist Wahnsinn. Ja, komm hier. Ist immer ein Aprikosen. Und noch einen Burger hinterher. Meine die Nachbarschaft. Was bist denn du? Was ist das für ein Fettklops da hinten? Also, das ist mal ein fetter Fettkloß. So, das ist durch. Okay, die vier davon. Dann machen wir die drei Fleisch gleich mal. Dann haben wir das Leder fertig. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen, meine Freunde. Was schlurft denn hier? Ach, das ist der da mit seinen komischen Kettenschuhen. Okay. Alter, diese Geräuschkulisse. So. Noch einmal, dann haben wir wenigstens schon mal das. Da brauchen wir also noch mal dasselbe. Also ihr seht, das Zeug tut doch. Wow, außer das. Ist klar, außer die Vorsets, die brauchen natürlich das nicht. Also wir brauchen dann noch mal dasselbe für diesen Teil. Die Drains brauchen natürlich nochmal die
dieses Teil. Oh Gott, okay. Also ich glaube, wir werden mit Cyril Briggs nicht durchkommen. Da werden wir wohl noch mal welche basteln müssen. Also müssen wir noch Klee holen. Und so weiter und so fort. Das sehen wir aber dann. Wir haben noch ein bisschen Ground hier. Das sehen wir alles. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und das war es hier von dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und gefallen. Ja. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder hier dabei zu haben. Bis dahin sage ich mal Tschüssikowski. Bis später. Ciao, ciao.